Ja, hallo liebe Freunde der Elektrotechnik. Giancarlo, der Teacher, meldet sich wieder aus seiner Werkstatt und heute haben wir die Erprobung am Start. Und zwar geht es ja bei der Erprobung darum, dass wir nicht nur die Funktion unserer Anlage überprüfen, ja, weil das ist ja das, was eigentlich am naheliegendsten ist. Das heißt, ich habe hier ja quasi eine Wechselschaltung von meinen Leuchtmitteln. Ja, klar. Ich überprüfe, ob das Ganze funktioniert. Ja, und alle Azubis denken sich immer, okay, das ist das Allerwichtigste. Aber was man beim Erproben natürlich auch noch zu machen hat, ist, ich habe hier zum Beispiel eine Steckdose und überprüfe erstmal, okay, 230 Volt passt soweit, ja, dass ich zum Beispiel auch die Spannung auf den Steckdosen überprüfe. Natürlich habe ich vorher alle Messungen durchgeführt und jetzt habe ich aber hier noch so ein paar Schutzorgane. Ja. Ich will natürlich auch überprüfen, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt meine Schaltung habe und ich löse jetzt beispielsweise meine RCD aus, ob auch die Lampe ausgeht. Ja. Funktioniert soweit, dann habe ich hier oben noch eine. Ist jetzt nicht für den gedacht und auch nicht für den. Sehr gut. Dann habe ich natürlich hier noch eine RCD. Ist auch nicht dafür gedacht. Das heißt, irgendwie da unten habe ich noch ein Leuchtmittel. Aha, da habe ich noch irgendwie eine Signalleuchte. Ich habe hier irgendwie einen Schalter. Da ist die Funktion nicht gegeben. Das heißt, irgendwie kann ich jetzt da schlecht überprüfen, ob meine RCD da aus. Die LS-Schalter sind wahrscheinlich auch für zwei andere Stromkreise gedacht. Hier bei diesen Stromkreisen, beziehungsweise bei diesen LS-Schaltern, kann ich jetzt überprüfen, okay, für welche Lampe ist was. Aha, ich habe den ausgelöst. Funktioniert. Ich nehme den und löst hier auch wieder aus. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst, ja. Wollen wir natürlich wissen, ja, was wir beim Erproben alles zu machen haben. Ja? Also es muss geklärt werden, ob Notauseinrichtungen, also zum Beispiel jetzt hier an meinem Turm, ja, wenn ich den Notaus drücke, ob hier auch wirklich alles ausgeht. Ja? Isolationsüberwachung, Schutzeinrichtungen, ja, Melde- und Anzeigeeinrichtungen, ob die alle funktionsfähig sind. Ihr stellt euch vor, ihr seid an einer Anlage und das Silo ist zum Beispiel voll, ja, von irgendeiner Automatisierungsanlage, dann muss natürlich auch gemeldet werden, dass das Silo voll ist. Ja. Für den Mitarbeiter, wenn irgendwie der Motor auf Störung geht, ja, muss eine Anzeigeleuchte da sein. Haben wir quasi meistens immer so einen Turm, ja, mit den ganzen Leuchten. Ja. Wie gesagt, Prüftasten überprüfen, ja, vom Schutzeinrichtung, Melde- und Anzeigeeinrichtung. In der VDE wird das Erproben und Messen ja gleichzeitig gemacht und voneinander abhängig durchgeführt. Wir haben aber die Messung schon vorher gemacht. Alles weitere dazu in meiner neuesten Podcast-Folge.